Wusstest du, dass es eine Formel gibt, mit der du genau berechnen kannst, wie viele Outfits du brauchst? Und wenn du diese Berechnung einmal gemacht hast, es ein Ergebnis geben könnte, mit dem du dich ziemlich schnell entlasten könntest von diesem Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen. Aber bevor ich dir die Formel genauer vorstelle, möchte ich dir noch einen Gedanken bzw. eine Frage mit auf den Weg geben. Gehst du mit einem Gefühl des Mangels oder der Fülle an deinen Kleiderschrank? Das ist eine spannende Frage, denn wenn du aus einem Gefühl des Mangels heraus shoppst, dann zeigt sich das dadurch, dass du immer wieder das Gefühl hast, zu wenig im Schrank zu haben, dass du was Neues brauchst, weil das Alte vielleicht nicht gut genug ist oder weil es nicht ausreichend von der Anzahl genug ist. Es kann sich aber auch dadurch äußern, dass du schwer Sachen loslassen kannst, weil du immer das Gefühl hast, oje, wenn ich das jetzt weggebe, also zum Beispiel ein Teil aus deinem Kleiderschrank, dann könnte mir das ja in 3 Jahren oder so irgendwann mal fehlen. Wenn du aber aus einem Gefühl der Fülle heraus agierst, dann ist es viel entspannter, weil du weißt, ich habe genug und ja, ich bin auch genug. Und aus dieser Position heraus ein neues Nähprojekt zu kreieren oder shoppen zu gehen, ist ganz anders, weil du in dir ruhst, weil du weißt, dass auch wenn du jetzt nichts sofort findest, das nicht schlimm ist, es wird sich ein andermal was finden. Denn mal ganz ehrlich, immer dann, wenn man was ganz Konkretes unbedingt sucht und haben will, findet sich das meistens nicht. Zumindest ist es bei mir so. Als die ersten Lockdowns kamen, da war es tatsächlich so, dass ich viel im Büro geblieben bin und dort gearbeitet habe, auch mit einer Mitarbeiterin zusammen, weil wir viele Sachen gemeinsam austüfteln mussten. Und interessanterweise, als es dann eher wieder sich gelockert hat, also von den ganzen Corona-Regeln her, habe ich das Büro geschlossen und bin ins Homeoffice gezogen. Also ein bisschen gegen den Strom sozusagen. Ich habe das anfangs aber wirklich sehr genossen, mal wieder von zu Hause zu arbeiten. Alle sind ausgeflogen, durften wieder in die Schule zur Arbeit. Und es war so schön, einfach diese Ruhe zu Hause zu haben. Ja, das hat sich aber irgendwann dann auch wieder gelegt. Und vor ein paar Wochen kam bei mir der Wunsch dann auf, wieder unter Menschen zu arbeiten. Also nicht nur in Zoom, sondern in echt. Ich bin also auf die Suche gegangen nach einem Gemeinschaftsbüro oder auch Coworking, wie man heutzutage sagt, und habe etwas gefunden. Ja, und ich habe mich auch total gefreut, als es dann geklappt hat, ich meinen Schreibtisch dort mieten konnte. Und dann kam auf einmal so dieses Gefühl, oh mein Gott, ich muss ja mal wieder was Richtiges anziehen. Denn ich muss ja auch gestehen, während dieser Homeoffice-Phase habe ich auch schon gerne mal im Schlafanzug oder in einer Jogginghose vor dem Laptop gesessen. Und da kam auch in mir erstmal so dieses Gefühl auf, oh, jetzt habe ich ja gar nichts mehr anzuziehen. Ich habe keine richtigen Büro-Outfits und am liebsten wollte ich sofort losgehen, irgendwas shoppen, weil ich so das Gefühl hatte, es reicht nicht, was ich habe. Und dann musste ich mich erstmal selber so ein bisschen beruhigen und sagen, okay, Elke, guck erstmal, geh mal davon aus, du hast genug und geh mal bitte auch davon aus, dass du genug bist, dass erstmal an nichts mangelt. Und dann bin ich mit einem ganz anderen Gefühl an den Kleiderschrank gegangen. Und diese Fragestellung mit dem Mangel oder Fülle, aus welcher emotionalen Situation heraus agierst du da, wenn du an deinen Kleiderschrank gehst, wenn du Anlässe vor dir hast, wenn du shoppen gehst und so weiter? Und nimm diese Frage mal mit durch dieses Video und später auch, ja, vielleicht ein Stück weit mit an deinen Kleiderschrank. Ehrlich gesagt bin ich tatsächlich auch ganz froh, dass es vielleicht doch das ein oder andere gibt, was man in diesem ganzen großen Modethema auch mal so ein bisschen berechnen kann. Und dazu brauchst du vier verschiedene Fragen, wollte ich sagen. Und also quasi Variable oder, gut, ich bin jetzt nicht so der Mathe-Crack, ne? Auf jeden Fall, erstens, für welchen Lebensbereich brauchst du die Outfits? Mein Beispiel ist jetzt, dass ich eben für dieses Büro, wo ich jetzt hingehe, bestimmte Outfits brauche, weil ich dann natürlich nicht in der Jogginghose hingehen möchte. Du kannst aber auch andere Lebensbereiche wählen, wie zum Beispiel Freizeit, Ausgehen abends, Partys, was auch immer. Und dir für diesen Bereich das dann speziell ausrechnen. Der zweite Punkt ist, für welchen Zeitraum gilt diese Garderobe? Ja, also für mich habe ich das jetzt einfach mal so ein bisschen
Capsule Wardrobe mäßig gemacht und habe mir die kommenden, also ab April, ich habe im April dort angefangen in diesem Gemeinschaftsbüro, April, Mai, Juni, also für den Frühling, also 3 Monate, mir diesen Zeitraum überlegt. Und der dritte Punkt ist, wie viele Tage in der Woche brauchst du diese Outfits? Bei mir ist es so, ich gehe nicht jeden Tag, also nicht jeden Wochentag in das Coworking Space, sondern hatte mir vorgenommen, 4-mal die Woche dort aufzuschlagen, dort zu arbeiten und einen Tag in der Woche im Homeoffice zu bleiben. Und der vierte Punkt ist auch nochmal ganz interessant. Wie oft möchtest du dein Outfit oder ein Outfit in diesem Zeitraum wiederholen? Ich habe mir erstmal so überlegt, wenn ich das so 3-mal in diesen 3 Monaten wiederhole, ein und dasselbe Outfit, dann ist das für mich erstmal okay und ich wollte auch erstmal sehen, welche Zahl dann unten dabei rauskommt. Also nochmal zusammengefasst, für welchen Lebensbereich brauchst du diese Outfits? Für welchen Zeitraum? Wie viele Tage die Woche wirst du diese Outfits nutzen? Und wie oft bist du bereit, ein Outfit in diesem Zeitraum zu wiederholen? Ja, wie gesagt, ich habe mir ja überlegt, April, Mai, Juni, also 3 Monate, 12 Wochen möchte ich diese Garderobe nutzen. Davon fallen schon mal 2 Wochen weg, weil in dieser Zeit auch Osterferien waren, also komme ich auf 10 Wochen. Diese 10 Wochen nehme ich mal 4, also die Zahl, die Wochentage, die ich ins Büro gehe und komme auf 40 Tage. Und diese 40 Tage teile ich durch 3, weil ich bin bereit, ja, meine Outfits 3-mal in diesem Zeitraum zu wiederholen. Ich war ehrlich gesagt total überrascht, dass ich nur 13 Outfits brauchen sollte. Damit hatte ich gar nicht gerechnet und das hat mir gleich so ein bisschen die Last von den Schultern genommen, weil ich gedacht habe, ach komm, 13 Outfits, das kann ja nicht so schwer sein. Das ist ja quasi wie einmal Koffer packen für 2 Wochen Urlaub und irgendwie überlegt man beim Kofferpacken ja auch doch ein bisschen konkreter und genauso in diese Richtung, als wenn man jetzt so im Alltag seine Garderobe zusammenstellt. Aber dieses Prinzip kannst du super eben auch anwenden für deinen Alltag. Ich nehme dich jetzt einfach mal mit in diese Gedanken, die ich hatte, als ich meine Frühlingsgarderobe aufgebaut habe. Und der erste Schritt war, dass ich einfach Teile, die ich normalerweise im Frühling trage, einfach mal zusammengetragen habe. Und einfach auch Teile, die quasi immer gehen, wie eine Jeans. Und also einfach Teile, in denen ich erfahrungsgemäß im Frühling aus dem Haus gehen würde. So. Das muss nicht gleich alles aus deinem Schrank sein. Du kannst auch einfach schauen, was dir erstmal so intuitiv in die Sinne kommt, was dir gefällt. Und dann im zweiten Schritt gehst du dann hin und überlegst dir Outfits damit. Ich habe das jetzt hier in Form einer Collage gemacht, weil ich es natürlich auch gerne zeigen möchte in Videos. Normalerweise reicht es aber auch völlig aus, wenn du die zum Beispiel einfach nur am Hänger, also am Kleiderbügel, zusammenhängst, kurz abfotografierst oder du legst dir die Teile, die du kombinieren möchtest, aufs Bett, machst kurz ein Foto, also das ist ganz dir überlassen. Hauptsache, du findest eine Auswahl an Outfits, die du dir vorstellen kannst. Und das führt mich auch zu Punkt 3, denn ja, nur vorstellen ist so ein bisschen gefährlich. Das ist nämlich auch, gerade wenn man mit solchen Collagen arbeitet, sieht das, kann das sehr schön aussehen am Bildschirm und auch wenn man sowas bei Pinterest sieht, diese Capsule Wardrobe Collagen und so weiter, verführt das auch gerne dazu zu denken, dass es auch alles toll in echt aussieht. Das musst du dir aber erstmal selber beweisen, indem du das anziehst, dich im Spiegel anschaust und idealerweise auch nochmal ein Outfit-Foto machst. Das kann also ganz unkompliziert sein, das ist nur für dich, das muss niemand anders sehen. Du kannst auch dein Gesicht verziehen, wie du möchtest, das ist nicht so wichtig. Es geht um die Outfit-Kombination. Und dann wirst du schnell feststellen, was von deinen gedachten Outfits funktioniert auch in der Realität gut. Und ich zeige das jetzt hier einfach mal an einem Beispiel. Da habe ich nämlich erstmal das gedanklich zusammengestellt und es dann aber auch wirklich angezogen, abfotografiert. Und du siehst ja, dass eben hier zum Beispiel das Outfit, das erste Outfit, was ich mir im Kopf wunderbar vorgestellt habe, eben in der Realität nicht so gut funktioniert. Und das ist eben der springende Punkt. Wenn du diese Arbeit nämlich einmal machst, dir einen Nachmittag Zeit nimmst, es einfach mal
durchspielst, dann hast du, wenn es wirklich mal morgens total schnell gehen muss vor dem Kleiderschrank, einfach eine Auswahl. Entweder hast du sie im Handy oder ausgedruckt, vielleicht in der Kleiderschranktür hängen, dass du dann schnell gucken kannst, ah, okay, ich nehme jetzt das Outfit, ich weiß, das funktioniert, da muss ich mir jetzt keinen Kopf machen. Und wenn du dann mal wieder Tage hast, wo es entspannt dazu geht, dann kannst du ja auch noch mal morgens, wenn du Lust hast, was ausprobieren. Ne? Im vierten Schritt frage ich mich dann, bin ich denn jetzt mit diesen Outfits zufrieden? Reicht mir das? Oder bestätigt sich vielleicht doch ein bisschen das Gefühl, dass noch etwas fehlt? Ja, dieses Gefühl eingangs, wo ich gesagt habe, da kam so eine Panik auf, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen. Die habe ich mir ja quasi schon widerlegt, weil ich habe ja Outfits gefunden. Aber ist das so, dass mein Gefühl sagt, ja, so möchte ich aus dem Haus gehen, die Vielfalt reicht mir aus. Und ich habe festgestellt, nein, nicht ganz, bin aber nochmal in meinen Kleiderschrank gegangen, weil da natürlich auch noch andere Teile waren, die ich ja einfach mit einbauen kann. Und da bin ich noch auf diesen asymmetrischen Pullover gekommen und diese längere Bluse, die ich kürzlich bei Vinted gekauft habe. Und schwupps, habe ich dann schon wieder ein paar Outfits mehr. Und was tatsächlich eine Baustelle war, die ich eigentlich letztes Jahr schon beseitigen wollte, das Thema Schuhe. Und zwar hatte ich ein paar, ja, schon etwas ausgetretene Sandalen und ein paar Sneaker und irgendwie war mir das nicht genug. Also das war mir schon klar. Und dann habe ich mich gezielt auf die Suche gemacht und bin dann auf diese schönen blauen Muse gekommen, habe mir noch ein paar Sneaker gekauft und ein paar Sandalen dazu. So, mit diesem Schuhwerk fühlte ich mich auf einmal auch schon viel besser gerüstet, weil es einfach auch schon viel ausmacht, was für einen Schuh man zu einem Outfit trägt. Da muss man manchmal gar nicht am Outfit so viel verändern, weil der Schuh schon ausreichend viel tun kann. Dieses nochmal shoppen gehen, sei es im Kleiderschrank oder eben wirklich extern, das ist dann sozusagen der letzte Schritt, um dieser Capsule Wardrobe, die ich jetzt für meinen Bürofrühling gemacht habe, den letzten Schliff zu geben. Wenn dir das Video gefallen hat und du Lust hast, auch deine eigene Capsule Wardrobe aufzubauen, dann melde dich für die Warteliste an für den nächsten Capsule Wardrobe Kurs. Du wirst dann sofort informiert, wenn es wieder losgeht. Das ist auch völlig unverbindlich. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.